Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meiner Seite. Heute möchte ich euch das Buch Same Love von Nadine Boss vorstellen, nur mit dir. Genau, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Genau, so mache ich das. So, die 17-jährige Sam will nur eins in ihrem Leben. Glücklich sein. Doch wenn sie in den Armen ihres Freundes Robin liegt, ist sie ganz und gar nicht glücklich. Es fühlt sich falsch an, unverständlich. Erst als die neue Schülerin Rumi, wie ein Wirbelwind, nicht nur ins Klassenzimmer, sondern auch in Sams Leben platzt, sind damit einmal Gefühle, die sie sich bei Robin nicht so sehnlichst gewünscht hat. Die sich richtig anfühlen und vor denen Sam sich dennoch fürchtet. Es kann doch nicht sein, dass sie sich ausgerechnet in eine Frau verliebt, oder doch? Und selbst wenn, hat diese Liebe überhaupt eine Chance in einer Welt voller Intoleranz, Vorurteilen und Tabus? Das Ganze ist sehr gut. Abgesehen davon, dass Rumi Speerstiefel trägt und böse angezerrt. Das ist für nächstes ein ziemliches No-Go. Rumi ist neu in der Schule und hat sich vor langer Zeit geoutet. Aber das wissen die neuen Schüler nicht in ihrer Schule und deswegen macht sie da so ein kleines Geheimnis draus. Aber zwischen Sam und Rumi bahnt sich da doch etwas an. Auch bei einem Saunagang sind da schon so ein paar Funken zu spüren. Das Buch ist gut. Aber mit einem paar Abstrichen muss man doch, machen. Und zwar, ich finde eher, dass dieses Buch tatsächlich eher Leute lesen sollten, die total gegen das sind, was für dieses Buch steht. Warum? Das erkläre ich euch. Weil dieser Hass, den Sam letztlich dann spürt, und das, was in ihr ausgelöst wird, das sollten mal die ganzen Hater ruhig erfahren, was diese Kommentare und was diese Anfeindungen in einem dann auslösen, dieses Mobbing. Ich glaube, dafür ist das Buch eigentlich besser geeignet als eine Art Coming-out-Geschichte. Denn ich habe so ein bisschen Angst, dass junge Mädchen sich bei diesem Buch dann fürchten, wenn sie sich outen wollen. Oder junge Jungs sich fürchten, weil die Reaktionen, die Sam und Rumi erleben, die sind schon ziemlich heftig. Und genau das ist eben das, weshalb ich glaube, dass das Buch schon in die Schule gehören könnte. Aber eben eher als Aufklärungsbuch. Als eine Art... was macht man eigentlich mit seinen Worten? Welche Auswirkungen hat das auf einen selbst? Und wie verletzend können die überhaupt sein? Dieser Einschnitt. Man sollte das Buch schon ein bisschen mit Bedacht lesen. Es ist nicht alles gut. Und nur weil es eine Coming-out- und LGBT-Geschichte ist, kann ich es nicht hochhypen. Sondern ich habe das Buch vor einigen Jahren mal von Nadine Ross Bloody Mary gelesen und das hat mich so geflasht und so begeistert. Das Buch kann ich unfassbar empfehlen. Das ist so schön. Ehrlich, eines meiner Lieblingsbücher überhaupt. Deswegen war ich so gespannt auf das hier. Aber wie gesagt, es ist eine Geschichte, die die Augen öffnet. Man sollte sie mit Vorsicht lesen und es sind sehr eindeutige Szenen hierbei zu lesen, sehr, sehr eindeutige, sehr, sehr intime Szenen zwischen, zum einen zwischen den Mädchen und zum anderen zwischen Robin und Sam. Und diese Beziehungen, die Sam erlebt, zum einen zu dem Jungen und zum anderen zu den Mädchen, sind schon sehr, teilweise sehr naiv, auch im Gedanken. Sie lässt sich zu sehr ausnutzen. Sag ich mal so. Und das kann ganz, ganz gefährlich werden. Aber es ist eine Geschichte, wie gesagt, zum Nachdenken und die man definitiv nicht links liegen lassen sollte. Man kann schon einen Blick darauf werfen und dann herausfinden und feststellen für sich selbst, ist das Buch etwas für einen oder nicht. Same Love, Nadine Ross, 4 von 5 Sterne. Und damals Bloody Mary von Nadine Boss, 5 von 5 Sterne. Unfassbar, einfach genial, dieses Buch. Das ist so toll. Ehrlich, ich liebe das Buch. Mega.
Ich wünsche euch was. Eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns bis bald. Bye.